Der dritte Knoten von Harry Escher, in deren Namen Clara vorkommt, ist der große Queen Clara Steg. Unschwer zu erkennen, ein weiterer Steg, der einen Zug in Längsrichtung aufnimmt und hervorragend auch an glatten, lackierten Stäben, Gegenständen sicher hält. Der große Queen Clara Steg. Das Arbeitsende wird, von oben beginnt, mindestens sechsmal um den Stab, also den Gegenstand, getarnt. Dreimal, mal, sechsmal. Dann wird der erste Turn etwas angehoben und das Arbeitsende von oben durchgesteckt. Jetzt wird das Arbeitsende buchtförmig hervorgezogen und einmal nach rechts verdreht. Und dieses Auge wird über Ende des Pfahls gestülpt. Etwas in Position bringen, zuziehen und auf Längszug entfaltet sich der große Queen Clara Steg und hält sehr gut fest. Ähnlich wie beim Eiszapfensteg und anderen Stegen, die bei Zug in Längsrichtung super halten. So auch dieser.